Assalamu alaikum, liebe Zuschauer. Ich habe heute ein sehr interessantes Video entdeckt, was sich mit angeblich widersprüchlichen Versen im Koran auseinandersetzt. Und der User, der dieses Video hochgeladen hat, verweist dort auf einige Vergleiche, die inhaltlich paradox sein sollen. Lässt dabei aber nicht nur die Bedeutung der sprachlichen Mittel komplett weg, sondern untermauert seine Anschuldigung auch noch mit einem ironischen Unterton. Ja, und stellt den Inhalt dieses literarischen Werks auch noch in Frage. Man muss allerdings beachten, dass der Koran eine Zusammensetzung von perfekten Vorgaben und Richtlinien ist, die alle aufeinander aufbauen und somit in sich und in Verbindung mit anderen Versen schlüssig sind. Ja, Allah weist zu Beginn des Korans darauf hin, dass es ein vollkommenes Buch ist, welches kein Zweifel beinhaltet und eine Richtschnur für die Rechtschaffenen darstellt. Man kann also den Koran nicht wie ein x-beliebiges Comicheft zur Hand nehmen und nach Lust und Laune zusammenhängende Textpassagen aus dem Kontext reißen, sie gegenüberstellen und behaupten, dass sie sich widersprechen. Er scheint eh nicht sehr sprachbewandert zu sein und vergleicht daher Verse, die man nicht vergleichen kann. Ja, diese Verse schließen sich aber inhaltlich gar nicht aus. Ja, da er aber mehrere Textstellen für einzelne Aussagen benutzt, würde ich für das bessere Verständnis des Zuschauers die Originalpassagen seines Videos einblenden, damit auch jeder visuell mitverfolgen kann, um welche angeblich Widersprüche es geht. Beginnen wir mal mit dem Grundbaustein des Korans, welches er direkt als Kritikpunkt nimmt. Fangen wir also mit dem ersten Problem an. An vielen Stellen im Koran wird Allah als der Gnädige und der Barmherzige beschrieben. Dagegen steht an anderen Stellen, dass die Ungläubigen, die quasi sich von Allah abwenden, ins Feuer geworfen werden und ihre Haut wird immer wieder verbrannt werden. Dann bekommt sie eine neue Haut, damit die eben wieder verbrennt. Und es steht auch im Koran, dass Allah quasi die Herzen der Ungläubigen versiegelt hat, damit sie nicht glauben und sie werden eben schwer bestraft. Und das ist natürlich ein totaler Widerspruch zu der Idee, dass Allah gnädig und barmherzig ist, wenn er auf der anderen Seite die Menschen derartig foltert. Noch schlimmer ist es, wenn man bedenkt, dass Allah ja die Menschen selbst erschaffen hat und danach macht er einige blind und dafür foltert er sie dann danach noch, weil sie eben blind sind. Das heißt, es ist einfach total paradox. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dieser Vers leitet jede der 114 Suren des Korans ein, bis auf die neunte Sure. Im arabischen Wortlaut heißt es Bismillah ar-Rahman. Hierbei bedeutet Al-Rahman der Gnädige und Al-Rahim der Barmherzige. Beides sind Eigenschaften, die Allah zugeschrieben werden. Diese sind nur zwei von unzähligen Attributen. All die Attribute sind aber gleichwertig, was nicht damit zu verwechseln ist, dass sie sich in unterschiedlichem Maß bemerkbar machen. So ist es zum Beispiel auch mit der Eigenschaft der Barmherzigkeit. Ja, ein Vers im Koran besagt, meine Barmherzigkeit umfasst jedes Ding. Das bedeutet, dass die Eigenschaft der Barmherzigkeit ausgeprägter ist als die des Zorns. Und nur weil ein Charakterzug ausgedehnter ist als der andere, heißt es nicht, dass der andere eine weniger geringere Wertschätzung hat. Er benennt hier ja nun auch zwei weitere Verse, die zu dem eben besagten Vers im Widerspruch stehen sollen. Ich lese sie mal vor, wie sie in der Ahmadiyya-Ausgabe des Korans übersetzt wurden. In Sure 4, Vers 57 heißt es, die unsere Zeichen Glauben versagen, die werden wir bald ins Feuer stoßen. So oft ihre Haut verbrannt ist, geben wir ihnen eine andere Haut, damit sie die Strafe auskosten. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Und in Sure 2, Vers 8 heißt es, versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihre Ohren, und über ihren Augen liegt eine Hülle, und ihnen wird schwere Strafe. Hierbei kritisiert er, dass Allah einerseits als gnädig und barmherzig bezeichnet wird und dann aber die Ungläubigen foltert, indem er sie in das Feuer stößt und die Herzen einiger Menschen versiegelt, damit er sie bestrafen kann. Ja, dieses Beispiel, was er hier anführt, kann man schon anhand einer einfachen Handlung aus unserem täglichen Leben widerlegen. Man nehme eine Mutter und ein Kind, nur weil die Mutter bei erzieherischen Maßnahmen ihrem Kind Sanktionen verhängt, bedeutet es doch nicht, dass sie ihr Kind nicht liebt und nicht liebevoll mit ihm umgeht. Ja, doch laut dem User Geist, ja, der dieses Video hochgeladen hat, müsste das doch ein Widerspruch sein. Ja, wie kann denn eine Mutter einerseits ihr Kind lieben, das Beste für ihr Kind wollen und andererseits es anschreien?
ihn maßregeln und eventuell auch bestrafen. Ja, sind das Eigenschaften, die eine Mutter widersprüchlich wirken lassen? Würde man hier die Mutterliebe anzweifeln? Ja, wir sehen, die Mutter verfügt über all diese Attribute, die sie situationsentsprechend einsetzt. Und genauso ist es mit Allah auch. Ja, er fängt keine Strafen, ohne auch die vorangegangenen Taten zu benennen. Doch wie wir es ja schon von unzähligen anderen gewohnt sind, ist das auch hier nicht anders. Ja, Verse, die unmittelbar vor und nachher stehen, die auch für das Verstehen des Korans wichtig sind, werden einfach weggelassen. Und dann wundert man sich, dass nichts begriffen wird. Ich kann verstehen, wenn man sagt, da steht aber, versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihre Ohren und über ihre Augen liegt eine Hülle und ihnen wird schwere Strafe. Und das ist doch voll unlogisch, weil es keinen Sinn macht. Ja, aber spätestens an dieser Stelle sollte einem sich doch die Frage stellen, warum macht Allah das? Ist er etwa persönlich mit einigen Menschen verfeindet? Oder ist er gar ungerecht und bevorzugt die einen mehr als die anderen? Ja, um diesen Vers nämlich zu verstehen, müssen wir den Vers 7, der direkt davor steht und worauf hier Bezug genommen wird, auch mitlesen. Da heißt es nämlich, die nicht geglaubt haben und denen gleich ist, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Und da ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Das ist keine Hastirade seitens Allah an die ganze Menschheit, sondern werden hier gezielt diejenigen angesprochen, die so eine Gleichgültigkeit zur Wahrheit entwickelt haben, da es für sie egal ist, ja, ob sie eine Warnung erhalten oder nicht. Über diese wird gesagt, dass solange dieser Zustand, wo sie resignieren, ja, und die Wahrheit bewusst ausblenden, sie auch keine Gläubigen sein werden. Ich gebe hierzu mal ein einfaches Beispiel, damit man das etwas besser verstehen kann. Ja, nehmen wir mal die körperlichen Organe als Beispiel. Ja, wenn diese für längere Zeit ungenutzt sind, bilden die sich zurück. Laut der Lamarckschen Evolutionstheorie ist das bewiesen, dass nicht genutzte Körperteile im Laufe der Evolution sich rückläufig entwickeln und sogar ganz verschwinden können. Und so ist das mit dem Ungläubigen auch. Sie werden hier als diejenigen benannt, die sich weigern, ihre Herzen und Ohren für das Verständnis der Wahrheit zu öffnen und einzusetzen. Ja, in Konsequenz dessen gehen ihre Kapazitäten für das Verstehen und Hören verloren. Ja, es ist nur die natürliche Folge einer vorsätzlichen Gleichgültigkeit, welche in diesem Vers beschrieben wird. Die Konsequenz kommt in diesem Fall also von Allah, der Schöpfer des Menschen ist. Alle Gesetze gehen von ihm aus und jede Handlung des Menschen zieht eine Konsequenz Allahs unter seinem Willen nach sich. Und so geht der Siegel des Herzen und Ohren von ihm als Konsequenz für die Ungläubigen aus und ist nicht eine willkürliche Auslebung seines Charakterzuges bestrafen zu wollen. In Anbetracht dessen und für ein besseres Verständnis sollte man die Verse deshalb also auch immer im Ganzen lesen. Und wenn wir nochmal auf unser Mutter-Kind-Beispiel zurückkommen, werden wir auch hier feststellen, dass wenn Kinder sich nicht an Regeln halten, ihnen Konsequenzen drohen. Ja, wäre es denn nicht suspekt, wenn ein Kind etwas Verbotenes tut und die Mutter ihn lobt, anstatt ihn zu bestrafen? Ja, also wieso sollte Allah die Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, ins Paradies eingehen lassen? Wobei doch das Feuer der Hölle ihre Sanktion sein soll. Ja, und das sind Handlungsmuster, die überall in unserer Gesellschaft vorzufinden sind. Sei es in der kleinen sozialen Struktur, in der Familie oder in der großen sozialen Struktur der Gesellschaft. Basis all dessen ist jedoch die Vorgabe Allahs, ja, der genauso handelt. Basierend darauf haben sich die Menschen dieses Verhalten angeeignet. Wie ich ja eingangs bereits erwähnte, ist der Koran eine Richtschnur. Ja, sie zeigt Regeln auf, die in jede soziale Handlung übertragbar sind. Ja, gehen wir nun mal zum zweiten Punkt über, wo er meint, noch einen Widerspruch gefunden zu haben. Ja, er zeigt die beiden folgenden Verse auf. Beim nächsten Problem geht es darum, wer jetzt die Ungläubigen eigentlich in die Irre führt. Da gibt es Verse wie zum Beispiel 6,25, in denen es eben heißt, dass Allah über die Herzen der Menschen eine Hülle legt, damit sie nicht glauben, und er macht sie also taub. Und in anderen Versen, da heißt es wieder, dass quasi Iblis, also der Teufel,
die Menschen irreleitet. Das heißt, genau genommen widersprechen sich diese Sachen natürlich. Einmal ist es Allah, der die Menschen blind macht und irreleitet, und einmal ist es quasi der Teufel. Bei dem ersten Vers hier sagt er ja etwas Ähnliches wie zuvor, dass nämlich Allah die Menschen bewusst irreleiten würde, damit sie nicht verstehen. Ich denke, darauf brauche ich jetzt kein zweites Mal eingehen. Wie dieser Vers zu deuten ist, sollte nun allen bekannt sein, dass nämlich der Mensch sich selbst ganz bewusst von Allah entfernt und trotz Hinweisen und Ermahnung nicht verstehen will. Ja, die Versiegelung der Augen und Ohren und Herzen ist also die Konsequenz von vorausgegangenen Taten. Ja, und somit hat der fein säuberlich erarbeitete Widerspruch, der gar kein Widerspruch ist, sich in heiße Luft verwandelt.